Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in 7 Streichen. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die, anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten, ja, zur Übeltätigkeit. Ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfeln, Birnen, Zwetschgen stehlen. Das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Los, komm. Da vorne ist es schon. Das Haus von der Witwe Bolte. Der guten Frau wollen wir einen herrlichen Streich spielen. Ich habe schon lange nicht mehr richtig gelacht. Komm, wir schleichen uns mal ums Haus herum. Zum Hühnerstall. Das ist ihr Liebling. Sieh da, sieh da. Da ist es ja, das komische Federvieh. Ihrer Hühner sind es 3 und ein stolzer Hahn dabei. Komm, wir klettern über den Lattenzaun. So. Werdet ihr wohl ruhig sein, ihr alten Hennen. Sonst lockt ihr Witwe Bolte aus dem Hause, bevor wir mit unserem Späßchen angefangen haben. Hey, Max! Komm mal, hast du das Brot und den Windfaden bereit? Na klar. Und wie wollen wir es anstellen? Gib her das Brot. Wir schneiden es in 4 Teile. 1, 2, 3 und 4. Jedes Stück wie ein kleiner Fingerdick. Die Brotstückchen binden wir an einem Faden fest und die 4 Fäden knoten wir am anderen Ende alle miteinander zusammen. Warum? Na so, dass wir ein großes Kreuz haben. Und dann kommen die Hühnerchen, picken das Brot auf. Und kaum haben sie es geschluckt, dann hängen sie auch schon alle miteinander an den Fäden fest. Das wird ein prima Spaß. Gib her. Da. Ich binde die Bindfäden über Kreuz zusammen. So, schön fest, damit es nicht auseinanderreißt. So, das wäre vollbracht. Komm, jetzt legen wir das Ganze fein säuberlich hier auf den Hof. Mhm. Hauptsache, die Hühner merken nichts. Ja, ja, sonst beißen sie nicht an. So, halt du das andere Ende fest. Ja. Leg es straff hin. Mhm. Und jetzt noch die Brotstückchen festgemacht. Prima. Komm schnell in Deckung. Mal sehen, ob die dummen Hühner auf unseren Streich reinfallen. Da kommen die. Hahn und Hühner schlucken munter jedes ein Stück Brot hinunter. Jetzt wird's gleich lustig. Genau wie geplant. Jedes schnappt gierig nach seinem vorbereiteten Bissen. Guck nur, wie sie schlucken. Jetzt können sie nicht mehr voneinander los. Sie hängen alle 4 zusammen an einem Strick. Da nützt doch alles gar nichts. Guck nur, wie sie flattern und zappeln. Ich lache mich tot. Nein, ist das komisch. Na, hier machen die alle herrliche Spektakel. Flattern auf und in die Höhe. Ach, herrje, herrje, meine. Oh je, was hat sich der Windfaden am Apfelbaum verhakt? Oh, sie hängen am Ast fest. Sollen wir nicht lieber über den Zaun und die Hühner befreien? Von allein kommen sie dann nicht wieder los. Bist du verrückt? Da werden wir bestimmt erwischt. Lass sie lieber hängen. Das sieht doch ganz komisch aus. Ich find's lustig. Naja, witzig sieht's wirklich aus. Achtung, Entdeckung. Guck mal, da kommt sie schon, die Witwe Bolte. Vielleicht ist es für die Hühnerchen noch nicht zu spät. Ja, Jemine, nein, das darf nicht wahr sein. Ich ahnte doch schon Unheil. Ach nein, das ist zu viel. Wer kann nur so etwas Schreckliches tun? Alle sind sie tot, meine lieben Hühnerchen. Mein prächtiger Hahn,
Nein, nein, nein. Meines Lebens schönster Traum hängt in diesem Apfelbaum. Ach, wie schlecht doch die Menschen sind. Tief betrübt und sorgenschwer kriegt sie jetzt das Messer her. Nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen, und mit stummem Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Als die gute Witwe Bolte sich von ihrem Schmerz erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wär, die Verstorbenen, die Hienieden, schon so früher abgeschieden, ganz im Stillen und in Ehren, gut gebraten, zu verzehren. Freilich war die Trauer groß, als sie nun so nackt und bloß abgerupft am Herde lagen, sie, die einst in schönen Tagen bald im Hofe, bald im Garten lebensfroh im Sande scharrten. Ach, Frau Bolte weint aus neu, und der Spitz steht auch dabei. Oje, oje. Ach nein, das geht mir arg ans Herz, meine Hühnerchen. Oh, nun habe ich nur noch dich, mein lieber Spitz. Ach, was soll das Jammern und das Klagen? Jetzt nützt es doch nichts mehr. Ach, so. Oh, schönes Stück Fett in die Pfanne. Na, mein Spitz, passt du gut auf unsere Brathühnchen. Ich gehe derweil schnell in den Keller und hole eine schöne Portion Sauerkohl herauf. Moritz, wie das duftet. Riechst du den leckeren Braten? Der Duft steigt aus Witwe Boltes Schornstein. Komm. Wir klettern aufs Dach und gucken durch den Schacht, ob da nicht etwas für uns in der Pfanne schmurgelt. Pass doch auf! Ei, ei, was sehe ich da Leckeres durch den Schornstein? Liebliche, leckere Brathühnchen. Grad recht braun und knusprig. Witwe Bolte ist gar nicht da. Wie gut, dass ich vorsichtshalber meine Angel mitgebracht habe. Oh ja, wir müssen schnell angeln, bevor die Witwe Bolte uns dazwischen kommt. Wer hat schon mal Hühner geangelt? Eine leckere Beute wird das. Wir holen uns gleich alle vier. Lass mal den Angelhaken hinunter. Gut. Hey, sieh nur, der Haken sitzt. Los, zieh schon, zieh doch. Ja, warte. Schwuppdiwupp. Das erste Huhn hätten wir. Hey, hey, Max, jetzt noch nicht naschen. Wir müssen erst alle heraufholen, bevor wir entdeckt werden. Dann lass mich auch mal ein Brathühnchen angeln. Naja, hier. Schwuppdiwupp. Jetzt Nummer zwei. Schwuppdiwupp. Jetzt Nummer drei. Und jetzt kommt noch Nummer vier. Schwuppdiwupp. Die haben wir. Das ist ein Spaß. Jetzt aber nicht sie weg. Die gute Bolte wird Augen machen, wenn sie nach ihren Hühnerchen schaut. Nichts als eine leere Pfanne. Oh je. Na, das wird Spektakel geben. Du, da kommt sie schon. Was ist das? Das kann ja nicht wahr sein. Eine leere Pfanne? Nein. Nein. Nein, Spitz, oh du Spitz, du Ungetüm! Dir werde ich's zeigen, alles hast du aufgefressen. Na warte, das gibt Strafe mit dem großen Rührlöffel. Du böser Hund, du, so und so und so. Mit dem Löffel groß und schwer geht es über Spitzen her. Laut ertönt sein Wehgeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei.
Max und Moritz im Verstecke schnarchen aber an der Hecke und vom ganzen Hühnerschmaus guckt nur noch ein Bein heraus. Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt sogleich. Jeder Mann im Dorfe kannte einen, der sich Böck benannte. Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, spitze Fräcke, Westen mit bequemen Taschen, warme Mäntel und Gamaschen. Alle diese Kleidungssachen wusste Schneider Böck zu machen. Oder wäre was zu flicken, abzuschneiden, anzustücken, oder gar ein Knopf der Hose abgerissen oder lose, wie und wo und was es sei, hinten vorne einerlei, alles macht der Meister Böck. Denn das ist sein Lebenszweck. Drum so hat in der Gemeinde jedermann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdrießlich machten. Also den Schneidermeister Böck müssen wir unbedingt mal ärgern. Bis ihm der Nasenkneifer von der Nase rutscht. Ich weiß auch schon wie. Nämlich? Nämlich vor des Meisters Hause fließt ein Wasser mit Gebrause. Ah ja, da weiß ich schon Bescheid. Du hast es wohl auf die kleine Brücke abgesehen, die über den Bach führt. Du hast es erraten. Wie schön, dass wir beide immer so herrlich kluge Gedanken im Kopf haben. Wir werden die Brücke in der Mitte ansägen. Und Schneider Böck aus seinem Häuschen locken? Ja, ja. Wir locken ihn auf die angesägte Brücke und knacks. Und plumps, das wird einer unserer allerbesten Streiche. Komm, wir holen die Säge aus dem Schuppen. Ah, da ist sie ja. Wir halten sie zwischen uns, damit sie keiner sieht. Ja. Und jetzt auf ans Werk. So, da vorne ist es schon. Wir schleichen uns lieber durch die Büsche an die Brücke heran. Richtig, damit uns keiner entdeckt und den Spaß verdirbt. Hallo, aufgepasst. Kein Mensch in Sicht. Los, jetzt. Heimlich mit der Säge. Ratze, ratze, volle Brücke in die Brücke, eine Lücke. Das reicht. Sonst fallen wir noch selber in die Falle. Ab ins Gebüsch. Jetzt rufen wir zusammen, so laut wie wir nur können. Geh heraus, du Ziegenböck. Schneider, Schneider, meck, meck, meck. Das wird der Böck sicher nicht ertragen können. Der wird da wie wild aus dem Haus rasen, um uns zu verprügeln. Na, der wird sich noch umsehen, wenn er über die Brücke will. Eins, zwei, drei, los. Geh heraus, du Ziegenböck. Schneider, Schneider, meck, meck, meck. Geh heraus, du Ziegenböck. Schneider, Schneider, meck, meck, meck. Geh heraus, du Ziegenböck. Schneider, Na warte, wer wagt das? Dem zieh ich eins mit der Elle über. Ihr sollt mich noch kennenlernen. Aha, da hab ich euch entdeckt. In den Büschen hockt ihr. Vorgekommen, kommt ein Gänsepaar geschwommen, welches Böck in Todeshast krampfhaft bei den Beinen fasst. Beide Gänse in der Hand, flattert er auf trockenes Land. Übrigens, bei alledem ist so etwas nicht bequem, wie denn Böck von der Geschichte auch das Magendrücken kriechte. Hoch ist hier Frau Böck zu preisen, denn ein heißes Bügeleisen auf den kalten Land gebracht, hat es wieder gut gemacht. Bald im Dorf hinauf hinunter hieß es, Böck ist wieder munter. Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgt sogleich. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss.
Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Nicht allein am Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen. Nicht allein in Rechnungssachen soll der Mensch sich Mühe machen, sondern auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lempel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden, denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer Acht. Ja, ihr Lieben, der Unterricht ist schon wieder vorbei. Aber vielleicht überlegt ihr euch zu Hause, ob ihr noch einige neue Gedanken zu unserem heutigen Lernkomplex habt. Sagt es mir dann in der nächsten Stunde. Mich würde es freuen. Nachdenken ist gut, aber ich mache mir lieber über was ganz anderes Gedanken. Nämlich, wie wir unserem Lehrer Lempel mal richtig eins auswischen können. Wieso auch nicht? Ich kann ihn nicht ausstehen. Und dein kleines Späßchen in Ehren ist doch nicht zu verwehren. Wie wär's, wenn wir ihm die Haustür zunageln? Naja, nicht schlecht. Aber ich weiß was noch Besseres. Eine zündende Idee. Verstehst du? Nein. Wenn Lehrer Lempel nach Hause geht, packt er sich doch immer gleich in seinen dicken Lehnstuhl, stopft sein Pfeifchen. Pfeifchen? Du bist gut. Eine riesige Meerschaumpfeife hat er doch. Naja, und die raucht er dann gemütlich vor sich hin. Und genau das wollte ich ihm mal ein wenig ungemütlich machen. Kapiere. Du willst dem Lehrer was in den Tabak mischen. Genau. Ein bisschen Schießpulver wollen wir ihm in den Pfeifenkopf stopfen. Oh, eine tolle Idee. Am besten machen wir das, wenn der Herr Lehrer geruht, in der Kirche Orgel zu spielen. Prächtig, ich kann's kaum erwarten. Siehst du? Der weise Lehrer hat seine Tür nicht verschlossen. Mhm. Aha, da ist sie ja schon, die Meerschaumpfeife. Gut. Halt sie mal fest, Max. Ich ziehe aus der Tasche die Flintenpulverflasche. Und geschwinde, stopp, stopp, stopp. Pulver in den Pfeifenkopf. Das wird knallen, dass es sich gewaschen hat. Eine tolle Explosion gibt das. So, das hätten wir. Schade, dass wir den Spaß nicht mit ansehen können. Aber ich meine, wir gehen besser in Deckung. So. Nun, die Kirche ist... Ah, ja. Freue ich mich nach besorgten Amtsgeschäften wieder auf meine heimatliche Hütte, auf meinen gemütlichen Lehnstuhl und ein feines Pfeifchen. Tja, ja, ich habe doch ein gemütliches, geruhsames Leben. So. Endlich daheim. Nun, jetzt will ich's mir recht gemütlich machen. Erst ziehe ich mal meinen warmen Hausmantel an. Na ja, daheim ist's schon immer am besten. Nun mein Pfeifchen her. Oh, welch ein Genuss. Ja, ja, die größte Freude ist doch die Zufriedenheit. Oh.
Bums, da geht die Pfeife los mit Getöse, schrecklich groß, Kaffeetopf und Wasserglas, Tabaksdose, Tintenfass, Ofen, Tisch und Sorgensitz, alles fliegt im Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lämpel, der Gottlob lebend auf dem Rücken liegt. Doch er hat was abgekriegt. Nase, Hand, Gesicht und Ohren sind so schwarz als wie die Mohren, und des Haares letzter Schopf ist verbrannt bis auf den Kopf. Wer soll nun die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Wer soll nun für Lämpel leiten seine Amtestätigkeiten? Woraus soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen? Mit der Zeit wird alles heil. Nur die Pfeife hat ihr Teil. Dieses war der vierte Streich. Doch der fünfte folgt sogleich. Wer in Dorfe oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sei höflich und bescheiden, denn das mag der Onkel leiden. Morgens sagt man guten Morgen, haben Sie was zu besorgen, bringt ihm, was er haben muss, Zeitung, Pfeife, Fidibus, oder sollte es wo im Rücken drücken, beißen oder zwicken, gleich ist man mit Freudigkeit dienstbeflissen und bereit. Oder sei es nach einer Prise, dass der Onkel heftig niese, ruft man, Prosit, also gleich, danke, wohlbekomm es euch. Oder kommt er spät nach Haus, zieht man ihm die Stiefel aus, holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze, dass er nicht im Kalten sitze. Kurz, man ist darauf bedacht, was dem Onkel Freude macht. Max und Moritz ihrerseits fanden darin keinen Reiz. Denkt euch nur, welch schlechten Witz machten sie mit Onkel Fritz. Hier, ich hab noch einen. Max, schüttel mal ein bisschen kräftiger, damit es sich lohnt. Ja. Da putzen die Tierchen nur so herab. Wie die kitzeln. Meine Tüte ist bald voll. Einfach mal tiefer gefällig, mein Herr. Aber sicher, geben Sie her. Ich könnte sie gut gebrauchen für meinen Onkel Fritze mit der spitzen Zipfelmütze. Ein feiner Streich wird das. Dem Onkel werden wir die kleinen süßen Krabbeltierchen ins Bett stecken. Damit es schön piekt und beißt. Und kribbelt und krabbelt. Ein paar Maikäfer noch. Dann haben wir genug, Max. Nur noch ein paar besonders knackige und krabbelige. Los, hier ist noch einer. Pass auf, Max. Ja, das sind besonders dicker. Los, heb ihn auf. So, schnell nach Hause, damit wir dem Onkel die Maikäfer unter die Daunendecke setzen können, bevor er sich mit Zipfelmütze und Nachthemd ins Bett legt. Oh, das wird eine tolle Sache. Das kannst du wohl glauben. So, da sind wir schon. Hier hast du auch meine Tüte mit den Maikäfern. Pass auf, hier schütten wir alle Maikäfer hinein. Hier, ans Fußende des Bettes. Prima. Dann können die Maikäfer ganz langsam und allmählich am Federbett heraufkrabbeln. Und den Onkel zwicken und zwacken. Nun mach schon. Max, ja, hilf mir. Am besten wir verstecken uns hier hinter dem Samtvorhang. Das herrliche Schauspiel dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Richtig. Du darfst aber nicht lauthals lachen, sonst sind wir verraten. Der Onkel kommt schon. Leise. Ach, bin ich müde. Es zwickt mich und zwackt mich. Hey, ein
Ein Käfer. Igittigit. Das beißt und pickt. Autsch. Fried Teufel, Käfer, lauter Käfer. Wo kommen die denn her? Wo kommen denn die Käfer alle her? Wie kommen denn die Käfer in mein Bett? Na, warte. Weg da, du Biest. Weg aus meinem Nacken. Autsch, autsch. Oh, ich werde dich schon klein kriegen. Da und da und da und da. Da, ich trampel euch doch alle kaputt. Autsch, verflucht nochmal. So, ihr dummen Biester. Das war ein schlechter Witz, den man mir da gespielt hat. Na, warte. Wenn ich den Übeltäter erwische. Autsch, da ist ja noch so ein Maikäfer. Da. Guckst du wohl, jetzt ist's vorbei mit der Käferkrabbelei. Jetzt habe ich mir meine sanfte Ruhe verdient. Ich kann mich vor Lachen kaum erhalten. Warten Sie, dass wir draußen sind. Dieses war der fünfte Streich. Doch der sechste folgt sogleich. In der schönen Osterzeit, wenn die frommen Bäckersleut viele süße Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschten Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker mit Bedacht hat das Backhaus zugemacht. Zu dumm. Jetzt hat der Bäckermeister doch das Backhaus abgeschlossen. Ich hatte gerade so Appetit auf Zuckerbrezeln und Mandelhörnchen. Ach, was heißt das schon? Die Tür verschlossen. Wir werden schon einen Weg finden, wie wir an die Leckereien rankommen. Das ist doch für uns eine Kleinigkeit. Die Fenster sind auch verschlossen. Naja, dann müssen wir es eben von oben her versuchen. Meinst du nicht auch? Na klar, hinauf aufs Dach. Wir können uns doch durch den Schornstein hinunterlassen. Gute Idee. Für so ein paar schöne Bäckerleckersachen muss man schon ein bisschen Anstrengung auf sich nehmen. Komm her, hier ist eine Leiter. Die stellen wir ans Haus ran. Pass auf, die ist etwas wackelig. Ja, so, da sind wir schon. Oje, der Schornstein ist ja ziemlich eng und ganz schön rußig. Ach was, das schadet nichts. Denk an das, was uns dort unten erwartet. Sieh doch. Der Schornstein ist gerade groß genug für uns beide. Nun komm, sei kein Frosch. Max, pass doch auf. Pass doch auf. Ah, Hilfe. Peng, da sitzen wir mitten in der Mehlkiste. Oh je. Du siehst aus... Ja, du aber auch. Wie eine weiße Filzlaus. Und du siehst aus wie der Herr Bäckermeister persönlich. Bah, ich habe vielleicht eine Beule auf dem Kopf. Na, dafür sind wir aber auch schnell in der Backstube gelandet. Guck doch mal. Ah, was sehe ich denn da? Na? Oben auf dem Regal. Herrlich süße große Zuckerbrezen. Lecker. Die müssen wir uns schnappen. Oh je, ich reich nicht dran. Los, geh mal den Stuhl rüber. Ja. Los, kletter rauf auf den Stuhl. Vielleicht schaffst du es von da aus. Ach, ich komm auch nicht dran. Aber warte, ich kletter auf die Stuhllehne. Du stellst dich am besten auf die Sitzfläche, damit ich nicht umkippen kann. Richtig. Jetzt kommst du gleich ran an die Drehzahl. Warte, ich klettere noch ein ganz klein wenig höher. Ich halte dich an der Hose fest. Du brauchst keine Angst zu haben. Gleich. So ein Mist. Dein blöder Stuhl ist geknackst. Ist das klebrig. Hilf mir, Max. Ich kann das selber nicht. Rohteig. Hey, Moritz. Zieh mich mal raus aus diesem Druck.
Ich klebe fest. Ich komme doch selbst kaum raus. Manu, von dir ist ja nicht mehr viel zu sehen. Du bist ja ganz vom Teich umhüllt. Du ja auch. So ein Ärger. Pfui. Oh, da kommt jemand. Der Bäckermeister. Hab ich euch endlich, ihr Zuckerlecker, ihr gemeinen Diebe. Hereingeschlichen habt ihr euch. Na warte, euch pack ich schon. Nein! Ja! Ihr wollt doch nur... Nichts da! In meinem teuren Brotteig habt ihr euch gewälzt, ihr beiden Schlängel. Na, damit habt ihr mir einige Arbeit abgenommen. Denn jetzt habe ich 1, 2, 3, 2 Brote aus euch gemacht. Ja. Das ist die gerechte Strafe. In dem Ofen glüht es noch. Ruff, damit ins Ofenloch. Ruff, man zieht sie aus der Glut, denn nun sind sie braun und gut. Jeder denkt, die sind perdu. Aber nein, noch leben sie. Knusper, knasper wie zwei Mäuse, fressen sie durch das Gehäuse. Und der Meister Bäcker schrie, ach je, da laufen sie. Dieses war der 6. Streich. Doch der letzte folgt sogleich. Max und Moritz, wehe euch. Jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert steht und spricht er, na du, ich habe das Gefühl, als würde der Sack immer leichter. Hey, das ist doch nicht möglich. Hey, was ist denn das? Da rinnt ja Korn aus dem Getreidesack. Ei, wei, das ist ein schlechter Scherz. Aufgeschlitzt. Hei, was sehe ich da? Diese Freude, Max und Moritz im Getreide. Hinein, hinein mit euch. Rück hinein in den großen Sack. Ihr Lumpen, so. Ja, ja, ich weiß schon, wie man sich von solchen Banditen befreien kann. Na, wartet nur ab, das war bestimmt euer letzter Streich. Glaubt ihr, ihr könnt mir ungestraft die Kornsäcke aufschlitzen? Weh euch, jetzt geht's euch schlecht. Nein, nee, jetzt ist zu spät. Habt ihr doch schon so oft bewiesen, dass ihr zu nichts Nutze seid, von nichts und niemandem Achtung habt. So, und nun den Sack aufgeschultert und ab zur Mühle. Hey, Meister Müller! Hey, heran! Mal er das so schnell er kann. Her damit! Hinein in den Trichter schütteln wir die Bösewichter. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ricke, racke, ricke, racke, geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte mild und weich sprach, sieh da, ich dachte es gleich. Ja, 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 rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf, so sprach Herr Lehrer Lempel, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte,
Wat geht Mektat an? Kurz im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei.